Guten Abend und willkommen zur Pressekonferenz nach dem DL-Spiel der Augsburger Panther gegen den ERC Ingolstadt. Endstand 2:3 aus Augsburger Sicht. Bei mir sind die beiden Coaches für unsere Gäste aus Ingolstadt, Doug Shadden und unser Head Coach Trey Tomey. Die erste Frage geht wie immer an den Gästetrainer. Doug Shadden, congrats on the win. May I ask for your thoughts on tonight's game, please? Yeah, guten Abend zusammen. Obviously, things haven't been going very well for us here at the start of the season. How do you change that? It takes a very, very sacrificial game in a very hostile building, tough place to play. And we sacrificed. The guys paid the price. Our penalty killing did an unbelievable job. Our goalie was good. We came up with some good goals. We played well, but it was a hard-fought game. And hopefully this breaks our breaks the bad stuff we've been going through. So. We needed this very bad, and so it's a good win for us, and hopefully it sets up for a big weekend. Thank you very much. Trey Doug Shadden spricht von einem sehr wichtigen Sieg für seine Mannschaft. Er hat seine Mannschaft heute stark im Penalty-Killing gesehen mit einem guten Torhüterspiel. Sie haben viel investiert, sich geopfert, um dieses Spiel zu gewinnen. Wie würdest du die Leistung deiner Mannschaft heute beschreiben? Ja, erstmal guten Abend und Glückwunsch an Doug in Ingolstadt. Unsere Leistung, ich war eigentlich ganz zufrieden, also mit unserer Leistung, die erste Drittel, fand ich es ausgeglichen war. Im zweiten Drittel sind wir besser ins Spiel gekommen, haben viele Chancen gehabt, also wenn der eine oder andere reingegangen wäre. Aber wie Doug auch gesagt hat, die Ingolstädter haben unser Leben schwer gemacht. Ich denke, das Ausschlag war unserer Überzahl. Also die waren ziemlich aggressiv, das Penalty Kill von Ingolstadt, und wir haben kein Mittel gefunden, das auszunutzen im Momentum. Natürlich dieses unglückliche Tor, was heißt unglückliche? Die Zeitpunkt war unglücklich für uns, wo wir das in Unterzahl waren, waren wir fast das ganze Ding gekillt, und eine Sekunde danach kommen aus der Strafbank und die schießen das 2:1. Das ist ein Eishockey-Spiel, es war eng, wir haben gewusst, dass Ingolstadt da rauskommt und wirklich hart spielt, weil wie Doug das auch erwähnt hat, die haben jetzt die letzten paar Mal verloren, und wir haben gewusst, dass es so wird, und leider sind wir mit leeren Händen in dieses Spiel ausgegangen. Aber wir müssen unseren Kopf hochhalten, und wir haben noch ein Spiel am Freitagabend. Also Glückwunsch nochmal an Ingolstadt. Danke, Dre. Gibt es Fragen an einen der beiden Trainer? Keine weiteren Fragen. Dann darf ich unseren Gästen aus Ingolstadt einen guten Nachhauseweg wünschen. Für uns geht es, wie Dre schon gesagt hat, Freitagabend 19:30 Uhr zu Hause gegen die Eisbären Berlin weiter. Bis dahin, danke. Tschüss.